Hallo und herzlich willkommen zu Haro TV. Heute bei uns zu Gast die Charlotte Riedl und die Hanna Geuder von der weiblichen C-Jugend. Schön, dass ihr da seid. Ihr wart zwischen den Jahren auf dem internationalen Jugendturnier in Lund in Schweden, wie man hier sehen kann. Es gilt weltweit als das größte Jugendhandballturnier mit insgesamt knapp 700 Mannschaften aus 16 Ländern. Charlotte, war das euer erstes internationales Turnier und was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ja, das war unser erstes internationales Turnier, aber ich hoffe nicht, dass es unser einziges bleiben wird. Als Mannschaft sind wir dort einfach viel mehr zusammengewachsen und handballerisch haben wir die Erfahrung gemacht, dass man in Schweden einen viel härteren Handball spielt, als wir es hier gewohnt sind und dass die Mannschaften in Schweden eine defensive Abwehr spielen, wie wir es halt nicht kennen. Aber damit sind wir dann ganz gut zurechtgekommen, dadurch, dass wir auch guten Kampfgeist gezeigt haben und ja. Sehr schön. Du hast mir jetzt schon einiges von weggenommen. Ihr habt in Lund in der Gruppenphase noch ein bisschen geschwächt, habt eine starke Gruppe erwischt, seid da leider Letzter geworden, aber dann in den B-Playoffs habt ihr richtig aufgedreht und seid erst im Halbfinale denkbar knapp mit 8:9 an dem späteren Sieger von den B-Playoffs, Skövde HF, gescheitert. Hanna, wie bewertet ihr euer Abschneiden in dem Turnier? Und gerade vorhin hast du schon angedeutet, ist das Spielniveau zu eurer Liga anders und das Spielsystem? Ja, also ich denke eigentlich, dass wir ziemlich gut abgeschnitten haben. Dafür, dass es halt auch so andere Situationen so waren. So das, was die Charlotte gesagt hat mit der defensiven Abwehr und auch einem kleineren Ball und so. Mhm. Also da finde ich eigentlich, für das haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Aber ich finde auch, dass die teilweise echt so hart gespielt haben. Okay. Also wir sind es halt einfach nicht gewohnt. Vielleicht macht man das in den skandinavischen Ländern. Ja. Also bist du auch wieder froh, dann in eurer Liga zu spielen mit der gewohnten Härte. Definitiv. Okay. Aktuell findet ja die Handball-WM der Männer in Deutschland und Dänemark statt. Charlotte, ist das bei euch im Team auch ein Thema? Interessiert ihr euch dafür? Und was traust du der deutschen Mannschaft dabei zu? Ja, natürlich interessieren wir uns dafür. Am meisten schauen wir natürlich die deutschen Spiele. Mhm. Und ich persönlich traue der deutschen Mannschaft ziemlich viel zu, aber ich denke, im Moment ist noch ein bisschen Luft nach oben. Anna, was glaubst du, wie weit wird die deutsche Mannschaft kommen? Ja, ich sehe es auch so wie die Charlotte. Ich verfolge das auch immer, also die deutsche Mannschaft. Mhm. Auch das Spiel jetzt gegen Serbien, da sieht man ja auch, was drin sein kann. Und ja, ich hoffe auch, dass die es noch weit schaffen. Okay, ja, ich glaube auch, Halbfinale könnte drin sein, ja. Auf jeden Fall. In eurer Runde, ihr spielt dieses Jahr oder diese Saison in der Bayernliga. Es ist die höchste Liga, die ihr spielen könnt in eurer Jugend. Und belegt aktuell den 5. Platz mit 6:10 Punkten. Das ist eine recht enge Liga, so was ich gesehen habe. Hanna, seid ihr zufrieden bis jetzt und was habt ihr noch für Ziele für die Rückrunde? Also teilweise sind wir schon zufrieden, aber es gab da so zwei Spiele, die hätten eigentlich drin sein müssen, die hätten wir gewinnen müssen. Und ich hoffe, dass wir das in der Rückrunde einfach schaffen, gegen die zu gewinnen. Und dann sieht es auch einfach auf dem Platz in der Tabellenrunde halt einfach viel besser aus. Okay, da wünschen wir euch viel Erfolg für die restliche Saison. Genau. Das war's wieder von uns, von Haro TV. Ciao, macht's gut.